liebe Zuschauer, man hat beim DAX in der letzten Zeit den Eindruck, er wüsste nicht so genau, wohin mit sich. Immer mal wieder schwächelt ein bisschen, erholt sich dann ein Stück weit, aber der ganz große Ausbruch, der ist bisher ausgeblieben, allerdings auch das große Abtauchen. Da schauen wir doch direkt mal wieder auf die Charttechnik, was die gerade über die Verfassung beim DAX aussagt. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich mir telefonisch zugeschaltet den Charttechnik-Experten Thorsten Grisse von der Commerzbank. Herr Grisse, ich habe es gerade schon gesagt, der DAX irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Was sagt der Chart im Moment? Ja, im Moment ist der Chart eigentlich neutral bis leicht positiv. Wenn wir uns das mal ein bisschen längerfristig anschauen, dann ist es ja so, dass der DAX vor Corona ein All-Time-High hatte bei ungefähr 13.800 Punkten. Und dann wurde er natürlich in der Corona-Base sehr heftig und stark abverkauft Richtung 8.255. Und seitdem läuft die Recovery-Bewegung erst dynamisch und seit Juni mit so einem etwas flacherem Aufwärtsmomentum. Trotzdem auch da seit dem Juni-Tief bei 11.600 haben wir uns relativ systematisch nach oben gearbeitet und zwischendurch dann Ende Juli so 13.300 erreicht. Und seitdem haben wir eine normale Konsolidierungsphase, die momentan tendenziell einen leicht positiven Rückenwind hat, der kommt aus den USA. Also leicht positiver Rückenwind, Sie haben es schon gerade gesagt, kommt aus den USA. Wenn wir da gerade auf die Tech-Werte gucken, haben wir da zuletzt ja eine wahre Rekordjagd auch immer mal gesehen. Was verrät uns da gerade der Blick auf den Nasdaq Composite? Ja, für mich ist der Nasdaq zurzeit der wichtigste Aktienindex weltweit. Das ist deshalb so, weil der Nasdaq seit März 2009, seitdem dieser Hossezyklus läuft, eigentlich immer international die Führungsrolle innehatte. Hat seitdem über 760% hinzugewonnen und damit schlägt er auch ganz klar andere Indizes wie den S&P 500 oder den Stoxx Europe, die weiter hinterliegen. Und immer wenn der Nasdaq All-Time High eben schon mal wieder nach oben losläuft, und das hat er gerade wieder gemacht, hat jetzt wieder neue All-Time Highs erreicht, dann zieht er meistens bisher in diesem Hossezyklus die anderen Indizes hinterher. Und wir hoffen mal, dass dieses Muster sich wiederholt, das heißt also der Nasdaq macht ein neues All-Time Highs und die anderen Indizes kommen hinterher. Und dass es nicht umgekehrt ist sozusagen, dass die anderen Indizes den Nasdaq in die Tiefe ziehen. Und wir gehen einfach davon aus, dass es so ist wie seit 2009, was immerhin jetzt auch schon 10, 11 Jahre ist, dass wenn der Nasdaq neue All-Time Highs hat, dann zockeln die anderen Indizes hinterher. Und vom Chart her kann man sehen, der Nasdaq, der hat eben auch seit April einen Aufwärtstrendkanal herausgebildet. Und dieser liegt bei 10.550 Punkten, den hat er zuletzt im Juli verteidigen können. Ist jetzt nach oben ausgebrochen und solange dieser Aufwärtstrendkanal intakt ist, sollte man eigentlich erwarten, dass der Nasdaq gleich mit ein bisschen reduziertem Tempo im Vorfeld der US-Wahlen weiter nach oben sich bewegt. So in Richtung 11.000 ist die nächste kurzfristige Zielmarke. Also das hört sich da natürlich deutlich besser an als jetzt beim DAX, aber Sie sagten gerade schon, das könnte dann ja vielleicht auch ein bisschen Schubkraft für die anderen Indizes entwickeln. Muss man das im Moment aber alles so ein bisschen auch mit Vorsicht genießen, einfach angesichts der weiterhin schwelenden Corona-Krise und den stetigen neuen Zahlen zu dem Thema? Ja, also das ist ganz klar, das ist was ich persönlich, ich mache das jetzt auch schon seit über 10 Jahren beruflich und aber auch, wenn man in die Geschichte schaut, selten erlebt hat, dass halt Aktienkurse trotz sehr schwacher Fundamentaldaten sehr gut performen und sehr stark steigen. Das hängt sicherlich stark an der Zukunftserwartung. Das heißt, man geht davon aus, dass der Corona hinter uns gelassen wird und halt eben ein Stützungsprogramm von Regierungen und Zentralbanken. Natürlich ist das aber auch eine Wette darauf, dass die Welt nicht wieder zum Stillstand kommt. Wenn dem so wäre, glaube ich, dann werden sich auch die Charts eintrüben. Aber wenn das so ist, dann kann man agieren und ich rate immer, erst zu reagieren, wenn die Charts das dann auch zeigen und nicht sozusagen aus Angst oder im Voraus vor etwas an der Börse frühzeitig seine Gewinne zu schließen, weil sonst geht einem meistens zu viel. Herr Grisse, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf die Charts vom DAX, aber auch vom Nasdaq. Und wir haben es gerade gehört, charttechnisch sieht es beim Nasdaq doch deutlich besser aus. Aber gucken wir mal, ob der das Potenzial hat, die anderen quasi damit so ein bisschen anzutreiben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.